still. Ich möchte Jezorn schreiben, nicht Korn. Die Sünde. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Denn verbergen wir unsere Sünde, verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen. Dein wahres Ich ergießt sich über den Boden, damit alle es sehen. Perfekt. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entsöhnung leichter. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Du elendes Schwein! Ah! Versuchen wir es nochmal. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Legst du, Nick Rye, deine Hand... Fick dich! Nee, ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Nick. Ja, ich tue Buße. Das ist die Macht des Jahres. Die Macht, die deine Sünden abnimmt. Die Macht, die dich befreit. Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu? Sag ja. Es ist nur ein Wort. Ich muss jetzt ja sagen, kranke Scheiße. Ich habe es nicht ja gesagt. Oh. Ach, jetzt soll ich nochmal ja sagen. Ich weiß nicht, töten sie den irgendwann? Einmal kann ich ja noch warten, oder? Oh. Böses Ding. Welcome back, Rubin. Komm, ein dritter und wirklich letzter. Wenn sie ihn dann nicht töten, dann lasse ich sein. Mal gucken, wenn ich nicht ja sage, was passiert. Ich scheiße auf eure Sekte. So. Los, schieß! Bring John zu deiner Welt! Los!
Nice, ich habe mich dem System der Sekte nicht gebeugt. Das sag ich zu eurem Ja. Oh fuck, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Scheiße, ich sehe... Alter, was ist hier los? Alles klar. Heftiger Kampf. Ich glaube, das ist richtig hart. Das wird richtig hart. Ich mach gleich auf Pause, wenn das neu geladen hat, und dann gehe ich ganz kurz pissen. Und dann werden wir uns diesem Kampf gleich nochmal widmen. Das ist diese neue AK-Rubin, die ich mir gekauft habe. Also nicht die AK-47, sondern die andere. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Die habe ich mir vorhin erst gekauft. So. Gut. Ich würde sagen, bis gleich. Gut, dann versuchen wir es nochmal auf ein neues. Gucken, ob es diesmal klappt. Nochmal kurz ausrüsten für alle Fälle. Oh shit. Nein, 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 nein. Ganz böses Sektmitglied. Aus. Das stimmt, warum gerade bei aus sind. Kann ich nicht noch einen Helfer holen? Und zwar nicht verfügbar, okay. Oh, ich habe Angst rauszugehen. Warte, die Startseite lädt nicht mehr. Was für eine Startseite? Oh, jetzt ist hier Dauerfeuer nicht so schlau aus der Distanz. Ja, so ist es wieder besser. Nein, das war mein... Scheiße. Das tut mir leid. Du bist mir mitten ins Feuer gelaufen, Lady. Ja, Granate ist schon überflüssig. Ich habe sie alle weggebannt. Und
Zur Alternative für die Not habe ich hier noch eine RPG ausgerüstet. Ja, ist ja gut. Ich steige hier ein. Stationäres Geschütz. Ja, und nun? Wollte gerade sagen, fahr doch. Das war einfach. Rechter. Was? Linke Seite? Was laberst du? Oh, da ist noch was. Oder nicht? Flugzeug? Nee. Hinter uns. Ich check's nicht. Von wo? Bin ich blind? Da, hinter uns. Ja, alles klar. Flugzeug. Na super. Da. Hä? Da ist es. Alles klar. Ach, da ist noch einer. Mehrere gleich. Ach Gott. Ja, die Flugzeuge. Da. Ich probiere es. Ich muss sie abknallen. Boah, das ist echt nicht so leicht. Es kommt mir schon fast vor wie so ein finaler Kampf hier. Gegen die Sekte. Als wenn es danach vorbei ist, die Hauptstory. Ich will es nicht wahrhaben. Nein. Das darf nicht passieren. Vor uns? Ah ja. Boah, ich muss diesen Flieger abballern. Die halten aber auf hier aus. Die Autos gehen ja sofort kaputt. Scheiße. Boah, fuck, 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 fuck. Und ich habe kein Medikit. Ich darf jetzt nicht sterben. Noch ein Schuss und ich bin tot. Schnapp dir eins von ihren Flugzeugen und folge ihnen. Das ist unsere einzige Chance. Oh fuck, fuck, fuck. Das halte ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich bin doch so gut wie tot. Oh mein Gott. Steig doch ein, Mann. Hallo. Alter, warum steigt er nicht ein? Ist der dumm oder was? Fuck. Nicht euer Scheiß Ernst. Ich habe auf den Typen geschossen, nicht auf das Flugzeug. Ach, da ist noch ein zweites, alles klar. John ist in der Luft. Du musst ein Flugzeug finden und ihn nach. Wo steige ich denn hier ein, Mann? Ah, alles klar. Gott. Das ist falsch. Da will ich doch gar nicht rauf. Panther, Nick hier. So kommt mir der Motherfucker nicht davon. Ich kann fliegen, wenn nötig. Sag Bescheid. Hier. Gut. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Noch ein Dogfight. Ich bin so schlecht da drin. Und irgendwelche anderen Flugzeuge kommen hier. Aber soweit es geht, werde ich sie ignorieren. Hey, da unten! Knapp 200 Meter und ich sehe nichts. Ah, jetzt. Der Vater gab dir eine Chance zur Erlösung und du hast ihn weggeworfen. Sieh nur, was du getan hast. Sieh den Jähzorn, den du entfesselt hast. Oh, wie viel hält der denn bitte aus? Ja, wobei, ich glaube, es geht. Ich muss ihn nur richtig treffen. Boah, der rammt mich die ganze Zeit, der Assi.
WhatsApp-Gruppe. Also ihr könnt das gerne machen, aber ich gebe generell hier auf YouTube meine Nummer nicht raus. Das habe ich nicht vor. Der Mann, ich brauche wieder ein bisschen Anlauf. Auf Insta? Ja, von mir aus gerne, lad mich ein. Kannst es gerne moderieren, wenn du willst. Du bist ja auch auf Insta aktiv, mehr oder minder. Boah, das kann nicht angehen, was ist das hier für ein Flug? Ich brauche Anlauf. Was macht der? Ist der dumm? Voller Kamikaze-Typ. Stürz jetzt ab. Geil, stürz ab, bitte. Er hat sich gefangen. Scheiße, das wäre jetzt so geil gewesen, wenn er einfach abgestürzt wäre. Du zwingst mich zum Handeln. Ich lass nicht zu, dass du einreißt, was wir aufgebaut haben. Na komm her, John. Nachladen und umdrehen. Ja, ich treffe ihn. Ah, falsche Taste. Nachladen. Scheiße. Komm, noch ein bisschen. Nein. Und komm. Nachladen. Oh, ich sehe auch immer fast nichts, wenn ich da durch die Wolken gucke. Mit meinem Visier. Ich übertrete eine Grenze. Okay, ich drehe schnell lieber um. Das war nicht so gut. Ich übertrete schon wieder eine Grenze. Scheiße. Ich darf nicht weiter hinterher, aber vielleicht habe ich ihn jetzt schon. Johns Flugzeug ist abgestürzt. Vater, beschütze ihn. Brüder, Schwestern, habt keine Furcht. Wir sind darauf vorbereitet. Besorge? Soll ich jetzt abspringen? Scheinbar. Okay, nice. Verstehst nicht. Du glaubst nicht. Es ist dir egal! Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Deputy,
selbst auf die Schulter klopfen. Hudson und alle anderen, die in Johns Bunker gefangen sind, müssen gerettet werden. Ich trommle alle zusammen, die ich kriegen kann, und treffe dich dann dort. Aber du musst sofort los. Niemand weiß, was ihnen Eden's Gate nach all dem antun wird. So, Test, Test, Test. Hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder. Ich muss jetzt wieder alles hier einmal kurz einstellen. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade abgestürzt ist. Einfach so. So, ich schreibe nochmal. Einmal aktualisieren, bitte. Funktioniert es jetzt wieder? Könnt ihr mich wieder hören? Ist alles gut? Oder wie schaut das jetzt aus? Bei mir sieht das eigentlich soweit gut aus. Test, Test, Test. Ist jetzt müsste der Ton hoffentlich wieder da sein, oder? Störgeräusch, ja, ätzend. Aber jetzt müsste er gleich wieder da sein. Ich warte mal kurz. Moment, ist immer eine leichte Verzögerung. Ich rede nochmal. Ja, ja, ja. Alles klar, ja. Lafina sagt ja. Geht nicht, sagt Danny. Was? Ton ist da. Okay, sehr schön. Überboten. Hier soll ich doch hin. Bunkerzugang gewährt. Wir wollen mal gucken, was in John Seeds Bunker vor sich geht. Abregelung ausgeschaltet. Sein Bild hier. The Power of Yes. Ja, da sind noch welche. Die anderen, von denen vorhin gesprochen wurde. Falls ihr das noch mitbekommen habt. Lass sie nicht zu der anderen Deputy-Schnalle! Da hocken sie alle. Die kleinen Ratten. Moin! Einen habe ich noch für dich. Möchte gern Heavy. Okay, der ist wirklich Heavy. Das hält er aus. Oh, fuck. Der war hart. Der war sehr hart. Und nochmal. Endlich, geht doch. Ich weiß nicht, wo die AK hin ist. Ganz ehrlich, die ist irgendwie weg. Das habe ich mich eben gerade aber auch gefragt, um ehrlich zu sein. Voll ätzend. Der war auch nicht schlecht. Geil. Ich bin euer Vater.
Finde Deputy Hudson. Hier. Ich muss sowieso mal gucken, Viper Games. Ich kann mir ja neue Waffen kaufen. Ich habe einen neuen Widerstandslevel erreicht. Vielleicht sind da ganz geile Sachen dabei. Oh mein Gott, der ist sauer. Yo, ist klar. Scheiße, 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 ich bin fast tot. Das ist nicht gut. Ich hätte mein Dings behalten müssen. Ich hätte eigentlich meinen Raketenwerfer behalten müssen für den Heavy-Typen. Ja, indem man Missionen erledigt und Außenposten einnimmt, glaube ich. Einfach weiterspielt, ne? Dann steigt man irgendwann auf im Level. Genau weiß ich es aber auch nicht. Ich habe einfach immer weitergespielt. Aiming. Easter. Ah, das ist auch gut. Das hämmert ordentlich rein hier, das MG. Ja, eine Minigun. Muss ich mir mal angucken. Das klingt auf jeden Fall verlockend. Ah, da hinten sind sie, alles klar. Komm zu Papa. Oh, da ist ein Heavy. Ist nicht gut. Das bringt gar nichts gegen den Schwertypen. Oh, ich habe nichts zum Sprengen mehr, ne? Aber ich kann noch ein bisschen was herstellen. Okay. Bam. Gut, er will's auf die andere Tour. Dann kann er's haben. Boom, Alter. Der hat gereicht. Yo, den habe ich nicht gesehen. Oh, ich hab... Scheiße, ich hab Zivilisten umgebracht. Ah, fuck, das wollte ich nicht. Ich hab gar nicht gesehen, dass da jemand war. Scheiße, da hinten drin. Sorry. Aber gut. Es ist nicht Deputy Hudson. Oha. Hier geht das auf jeden Fall mal richtig zur Sache. Diese Idioten werden versauen. Was war? Wie, du zockst noch weiter. Was meinst du damit, Rubin? Dass ich jetzt immer noch zock oder jetzt hier, nachdem ich den John Seed umgebracht habe? Oder was genau davon? Oh, Videosequenz. Okay? Du? Oh Gott!
hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an, sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Und das alles wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Die anderen. Okay, da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie hier raus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Ich schätze, eine Stadt befreien kann ich von meiner Lebensliste streichen? Komm schon, wir müssen zum Kontrollraum. Nur so können wir die Räume aufsperren und die anderen befreien. Okay, dann schauen wir mal, was hier passiert. Bleib ruhig, wir holen euch hier raus. Die Räume sind nach Sektionen sortiert. Ups, sorry. Ich wollte nur was ausprobieren. Nur als kleiner Hinweis, Fabi, wenn du deine Nummer hier reinschreibst, mir ist es ja egal, aber du weißt schon, dass man im Nachhinein den Livestream auf meinem Kanal gucken kann und dann jeder den Chat nochmal nachverfolgen kann. Nur als Hinweis, falls du es weißt, ist deine Sache. Noch eine Stadt, die gerettet werden müsste? Falls ich jetzt irgendwas verpasst habe, was das für eine Nummer ist, aber ich vermute, dass es direkt deine ist. Junge. Hier explodiert gleich alles. Befreien wir erstmal hier aus der Zelle den ersten. Achso, ich lösche die Nachrichten noch. Alles klar. Sehr gut. Das ist auch eine gute Idee. Soweit habe ich in dem Falle nicht gedacht. Weil ich denke mal, da werden die im Nachhinein auch nicht mehr auftauchen. Bitte, geh nicht weg. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße. Nee, geht nicht. Ja, sorry, Rubin. Ich habe das schon gelesen. Da war die Videosequenz. Ich weiß, wie du das meinst. Da ist meine Elgato-Software kurz abgestürzt, leider. Ich habe es dann neu gestartet. Startsequenz wird abgebrochen. Ich kann es nicht glauben, dass du vollends bist. Okay, halt die Augen offen. Ich habe dir eine Plattform vom Raketenabschusssilo herabgelassen. Oh, das wollte ich nicht. Scheiße. Boah. Darüber solltest du in den Kontrollraum. Das war knapp. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt. Scheiße, Peggy. Schlag die Frau mal bitte. Du bist gut. Ich soll hier wieder völlig ausrasten. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Die labert mir hier ins Ohr. Ihn kann ich schlagen. So. Ihn auch nochmal. Ah, da kommt noch einer. Noch einer. Noch mehr. Komm. Okay, jetzt wird's hart. Oh, ich muss noch ordentlich draufhalten, dann stirbt er auch relativ schnell, wenn ich das mal gewusst hätte.
Ich habe das schon öfter gemacht, hier meine Partner und Partnerin zu schlagen. Ich weiß, dass es lustig ist. Deswegen habe ich auch schon daneben geschossen. Aber ich muss jetzt hier andere Dinge machen, als die Frau zu suchen und ihren Ding zu ziehen. Wie soll ich zerstören, die Konsolen? Mit roher Gewalt? Gucken wir mal. Die explodiert gar nicht, wenn ich drauf schieße. Oh doch. Welche muss ich jetzt hier kaputt machen? Ich glaube alle. Alle. Hä? Ich verstehe das nicht. Ach, jetzt, dann ist klar. Boah, fuck, fuck, fuck. Ich muss nachladen, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich habe keine Muni mehr. Ich, fuck. Oh, ungünstigster Moment, um keine Munition mehr zu haben. Scheiße. Machen wir es jetzt im Schnelldurchlauf. Boah, ist das Ding unpräzise, ne? Dann nochmal von neuem. Aber ohne Munition zu verschwenden und in der Hoffnung, dann eine volle Waffe zu haben, wenn es richtig abgeht. Ach, die kommen schon! Nein! Alter, was mache ich? Mann! Ich raste hier noch aus. Ich glaube, ich nehme die Shotgun und ein Sturmgewehr. Jetzt verstehe ich auch, dass ich das im Schnelldurchlauf machen muss, bevor die Typen am besten kommen. Ich habe gedacht, ich habe Zeit, die locker kaputt zu machen, diese Generatoren, und dann kommen erst diese Typen. Wie soll ich die Frau schlagen, wenn ich sie über Funk höre? Und Bomben reinwerfen habe ich jetzt auch wieder vorher. Das ist auf jeden Fall effektiver. Ich arbeite hier nochmal kurz ein bisschen mit dem Maschinengewehr. Nope. Jetzt wechsle ich nochmal. Gib mir die Shotgun. Nein, Shotgun. Und einmal die noch. Und jetzt kommen hier die Bomben rein. Die Dinger, ja, explodieren, alles klar, tun sie. Wo sind die jetzt noch? Wo ist hier noch was heil? Da. Komm, 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 komm.
Ah, kaputt schlagen. Ja gut, jetzt zu spät, aber danke. Wohin? Zurück zum Silo. Wohin? Ich weiß es nicht. Hier durch oder da hinten durch? Ich weiß es nicht. So, ich glaube, ich muss hier möglichst schnell raus. Ja, das sieht irgendwie nicht mehr so gesund aus. Wo muss ich hin? Wie komme ich hier hoch? Ist hier irgendwo ein Kletterhaken? Ich kann hier auch nicht klettern. Irgendwie so? Ah, okay. Gott. Wo geht's jetzt weiter? Elektrisches System abgeschaltet. Multiple Systemfehler. Ich weiß nicht, wo ich jetzt genau hin soll, um ehrlich zu sein. Hier? Ah, alles klar. Dankeschön. Sehr gut. Die Benzintanks. Was sind hier die Benzintanks? Warnung. Meint sie die großen Dinger? Nein. Das sind keine Benzintanks. Und geordnet zum nächsten Ausgang. Auf das Gelbe schießen. Was ist hier gelb? Hier ist schon mal nichts gelb. Das ist nur eine Schrift, Silo. Vielleicht ist es ja hier irgendwo. Moment. Grüne. Ja, was denn nun? Ach, das hier. Alles klar. Verstehe ich. Danke. Deswegen leuchtet die auch. Ich bin nur ein bisschen blind. Ja, aber wo ist... Da ist noch was. Eins muss hier irgendwo noch sein. Ja. Yep. Okay. Verschwinde sofort. Ja, wo? Okay. Fuck, jetzt eskaliert das hier komplett. Scheiße. Ich muss hier... Nein, ich kann die Luke gerade nicht öffnen. Überbrückung muss aktiviert werden. Scheiße. Das ist echt gerade nicht leicht hier und sehr unübersichtlich, wie ich finde. So, das erste haben wir.
Fuck. Muss nachladen. Gar nicht gut. Und geöffnet. Okay. Was? Ich entferne mich zu weit von was? Hä? Kapier ich nicht. Alles klar. Wo? Oben. Alles klar. Alles klar, und rein da. Oh mein Gott. Richtig heftige Action hier. Aber das sieht alles so ein bisschen nach Endstimmung aus. Region befreit. Ich habe Holland Valley befreit. Ich bin mal gespannt. Mal gucken. Applaus für Specs. Ich glaube, das war auf jeden Fall mit Abstand die längste und heftigste Mission, die ich hier gespielt habe. Verdammt, sowas habe ich hier ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen? Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Vielen, vielen Dank für den Applaus. Ich verneige mich virtuell für euch, vor euch. Und sag, habt eine angenehme Nacht, Lafina. Vielen Dank fürs Zuschauen, schlaf gut. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Oh, der Sektenführer spricht. Der ist scheinbar doch nicht tot, wir müssen kurz zuhören. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll. Gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch.